Hallo zusammen, hier ist wieder Tila und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und ja, ich war wieder die letzte Woche ein wenig fleißig und wir haben wieder ein bisschen weiter hochgeprogressed in den Zahlen. Wir hatten letzte Woche noch hier vom Transmog insgesamt 271 Items offen, das waren 99,52%. Und jetzt sind wir bei 240 Items, die noch offen sind. Heißt 31, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir wieder gut gemacht und das sind 99,58%. Hört sich nicht viel an, sind aber jetzt halt so die letzten Items, die fehlen, also wird jetzt langsam ein bisschen anstrengender und ich habe sehr, sehr viel auch im Questbereich war ich unterwegs. Das werde ich dann euch gleich noch im Anschluss zeigen. Die habe ich nämlich jetzt hier rausgenommen und da haben wir wesentlich mehr gut gemacht. Ich glaube, da mal knappe 100 Items oder so, oder 100 Items sind ja nicht 100 Quests. Tatsächlich gut gemacht, denn bei den Quests versuche ich jetzt langsam das mal so ein bisschen fertig zu bekommen. So, jetzt schauen wir aber erstmal rein, wie es aussieht mit den Sachen, die wir hier im Transmog bekommen haben. In den meisten Sektionen hat sich nichts geändert. Hier Fraktionen, Berufe, PvP, Festtage, Ereignisse, Erfolge und Azeriti-Sensen ist eigentlich das gleiche geblieben. Das sind viele Sachen, die ich aktuell nicht machen kann oder die man nicht aktuell nicht machen will, aber die hatte ich in den letzten Videos schon ausgiebig gezeigt, deswegen gehen wir da eher nicht drauf ein. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Punkt, wo ich dementsprechend ein paar Sachen abgeschlossen habe, und zwar bei Dungeon-Schlachtzügen. Und hier zum einen bei Classic. Und ja, mir hatten da noch zwei Items gefehlt, die man unter anderem auch im AH kaufen kann. Die droppen nämlich alle aus Uldaman, sind sehr, sehr teuer und sehr, sehr selten. Und vielleicht hat der ein oder andere das Video von gestern gesehen, wo ich hier quasi in der Waste of Money Videoreihe schon gezeigt habe, dass ich mir den Vorschlaghammer gekauft habe für eine halbe Million. Der ist einmal hier raus und dementsprechend sind es jetzt nur noch zwei Items, also zwei teure Items, die ich mir kaufen kann. Einmal die Stiftung der verlorenen Zeitalter und das andere ist weiterhin hier unter Berufe, unter Angeln der Staubbringer. Das sind so die beiden Items, sehr, sehr selten und leider auch relativ teuer dementsprechend. Dann Mist of Pandaria, da hat sich leider nichts getan. Ich habe ja die Woche davor das Epic-Item aus dem Jade-Tempel gekriegt. Ich habe hier nochmal ein paar Runs drauf gemacht. Bis jetzt leider kein Glück gehabt, aber wird, denke ich, dementsprechend schon noch kommen. Dann hier in Legion, ja, wir haben jetzt wieder ein paar Runs mehr, sowohl auf den Smaragdgrünen Albtraum, Prüfung, als auch auf Grabmal. Mir fehlt da ja immer nur ein einziges Item in den Raids. Wird halt immer als mehr angezeigt, ne, weil es halt dasselbe in jeder Schwierigkeitsstufe ist. Und ja, das ist halt ein bisschen eine leidige Geschichte. Leider habe ich da auch noch nichts kriegen können. Ich habe es aber, wie gesagt, auch nicht hardcore gefarmt, nur mit 1 Vouchers jetzt die letzte Woche. Dementsprechend kann man jetzt auch nicht erwarten, dass ich es gleich rausziehe. Wie gesagt, mehr Quests habe ich jetzt die letzte Zeit gemacht, beziehungsweise in BFA war ich noch einigermaßen aktiv unterwegs. Und zwar vor allem, was ich jetzt auch gerade wieder gequeued bin, im LFR. Und LFR sieht tatsächlich schon ganz gut aus. Mir fehlt jetzt in Uldir noch ja, einen Dolch bei der Mutter. Dann im zweiten LFR-Teil von Xul der gleiche Dolch, beziehungsweise noch einen Heiler-Dolch und einen Umhang. Das hier ist leider ein Rogue-Only-Dolch, den kann ich nur mit dem Schurken bekommen. Und mit dem Schurken, also in DD, dauert es relativ lang, bis du hier einen Invite kriegst. Uldir ist eh ein bisschen blöd, weil da eigentlich kaum einer reingeht. Also hier einen Proc zu bekommen für einen LFR ist ein bisschen, ja, eine Wartearbeit. Und das letzte ist von Gahun, da fehlt mir noch die Faustwaffe. Ne? Das ist jetzt hier Uldir LFR, ist noch das meiste, was mir im LFR fehlt, sind jetzt noch 5 Items. Dann in Dazar Alor brauche ich noch 3. Da ist es einmal von Gonk eine Faustwaffe Agi und 2 Agi-Dolche. Also sprich, die kann ich alle nur mit dem Rogue holen, die Sachen. Wobei die Faustwaffe würde jetzt zum Beispiel auch mit dem DH, glaube ich, gehen. Und mit dem Shami müsste es auch gehen, Faustwaffe. Aber hier, das muss ich halt auch wahrscheinlich mit dem Rogue farmen. Dann aus dem Tiegel, da habe ich ja alles aus dem LFR. Und hier aus dem Ewigen Palast, da wird mir jetzt halt noch die Tankwaffe für den Guardian Druid fehlen. Also das ist auch wirklich das einzige Item, was ich da noch brauche. Das sieht auch gut aus. Und in Nyalotha ist es halt hier vom ersten LFR-Teil, da war ich eben gerade nochmal drin. Ein Caster-Dolch leider nicht bekommen, weil LFR in Nyalotha ist doch immer ein bisschen nervig. Da ratscht man nicht instant durch. Da sind meistens die Gruppen dran, die gieren wollen. Und dann ist es halt ein bisschen ein Gewalpe manchmal. Und das andere, was ich in Nyalotha noch brauche, ist der Dolch von dem Panzer von N'Zoth. Und blöderweise, um da queuen zu können, brauche ich einen Legendary-Umhang. Und die Problematik ist halt leider,
dass ich nur mit meinem Main und noch mit einem anderen Druid den Legendary-Umhang geholt habe und ich müsste halt mit dem Schurken die Questreihe für den Legendary-Umhang machen. Da bin ich halt überlegen, ob ich das mache oder nicht. Oder naja, ist jetzt noch, steht noch ein bisschen in der Schwebe, aber wie ihr seht, sind es echt nicht mehr viele Items, die ich jetzt aus dem LFR brauche. Ich queue jetzt immer noch fleißig und versuche die letzten noch rauszukicken. Dann war ich ja wieder unterwegs. Normal HC Mythic Uldia und Normal HC in der anderen Instanz hier in Dazar Alor. Da haben wir auch wieder ein bisschen was gekriegt. Jetzt fehlen mir insgesamt, warte mal, ich zeige euch jetzt hier mal nur die Übersicht, weil sonst wird es ein bisschen weit gehen. Ich brauche jetzt aus dem Normal hier noch 6 Items, hier aus dem HC noch 5 und im Mythic sind es noch 6, also insgesamt 22 aus Uldia. Dann Dazar Alor sind es im Normal noch 7, im HC noch 6 und im Mythic noch 10, wobei Mythic waren wir halt nicht die Woche tatsächlich. Im Tigel war ich auch nochmal im HC, nee, im Normal-Modus, da haben wir leider den Stab nicht gekriegt. Und das war es eigentlich. In Ewigen Palast in Nyalotha bin ich nicht reingegangen. Liegt einfach daran, weil ich halt nur am Samstag den Transmog-Run auf Allianz-Seite mache und dementsprechend schaue halt, wie weit wir kommen. Ne? Und die ganzen Schwierigkeitsgrade, das zieht sich halt schon, wenn ihr überlegt, 1, 2, 3, dann Salor auch nochmal zwei ganze lange Raids, da ist man schon ein bisschen unterwegs. Aber ihr seht, wir haben am Anfang überall 50 Items in etwa gefehlt, also in den großen Raids, im Tigel nicht, aber hier, und jetzt sind es hier schon 22, 26, da haben wir schon die Hälfte. Und hier, gut, da sind wir ja nur in LFR gegangen, da haben wir jetzt so 10 Items gekriegt. Aber es wird langsam ein bisschen weniger. Und wenn ich jetzt mit den Quests schneller vorankomme, werde ich auch wahrscheinlich hier wieder ein bisschen mehr raiden, werde mehr Legion Raids spammen, beziehungsweise dann auch hier vielleicht noch mit dem Hordenchar die BFA Raids angehen. Genau, Stichwort Quests, jetzt schalten wir mal einmal um. Und zwar schalten wir mal alles aus, bis auf die Quests. Eigentlich kann ich das hier anlassen, das dürfte ja hier eigentlich egal sein. Machen wir das mal alles aus. Und dann sind ja jetzt nur noch die Essenzen drin, die kann man ja im Moment noch nicht ausschalten. Und jetzt schalten wir mal die Quests an. Und ihr seht, halt, ich muss es noch einmal debuggen, sonst will es immer nicht. Ihr seht, bei den Quests sieht es jetzt auch relativ gut aus. Vom Debug-Modus. Manchmal spackt es, wenn man es zu schnell klickt, dann will es nicht. Okay. So, jetzt. Genau, jetzt hat er's. Bei den Quests habe ich jetzt nur 88 Sachen drin, sind 99,21%. Und letzte Woche hatten wir noch offen 183, also ich habe knapp 100 Questgeschichten wegbekommen. Und das sind ja nicht nur Quests, sondern ich habe unter anderem mich mal hingehockt und die ganzen Rätselgeschichten gemacht. Also ich habe gestern zum Beispiel Baal komplett durchgequestet, beziehungsweise dann auch die Zeitvergoldung mir geholt. Die hatte ich ja ursprünglich auf einem Hordenchar gemacht gehabt, weil ich halt Anfang des Addons mit dem Hordenchar unterwegs war, den gemaint habe. Und ja, der ist halt auf einem anderen Battle.net-Account, deswegen checkt das Addon das nicht und jetzt muss ich es nochmal machen. Ich habe mich dagegen gesträubt, aber schlussendlich dachte ich mir, komm, irgendwann musst du es ja doch machen, hockst dich mal hin, machst du das und ja, so ein Drama war es auch nicht. Was wir jetzt noch offen haben bei Quests ist quasi einmal dieses Toy, das ich ja nur in Schlotternächten farmen kann, hatte ich schon mal gezeigt. Einige Festtagssachen, die kann ich ja im Moment auch nicht machen. Erweiterungsfeatures. Da ist noch die War Campaign. Da sind so ein paar Breadcrumb-Quests, die ich offen habe. Da müssen wir mal noch schauen. Dann die Essenz. Das hat ja nichts mit Quests zu tun. Und hier ist es im Dungeons quasi, ja, das Neuerschaffungsfeld. Da muss ich noch 2 Wochen lang drei Bosse umhauen. Das dürfte jetzt auch die nächsten 2 Wochen quasi dann fertig werden. Und Nyalotha halt im NHC und im HC die Quests, ne? Fürs Porten, beziehungsweise für den Durchgang direkt zum Endboss. Und das, was halt hauptsächlich noch offen ist, ist halt das Ganze im Außenbereichen. Und hier habe ich auch wieder ganz gut was abgeschlossen. Jetzt fehlt mir noch eine Breadcrumb-Quest in Zul. Das war, glaube ich, vorhin auch schon so. Die beiden hatte ich auch schon vorher so. Das glaube ich auch. Ich habe einiges nochmal in Draenor fertig gemacht. Da ist jetzt eigentlich alles raus, bis auf den Tarnan-Dschungel. Das kann ich leider nicht abschließen, weil ich das auf dem zweiten Account gemacht habe und Blizzard irgendwann mal entschieden hat, dass diese Schiffsbauteile accountweit werden und dann droppen die nicht mehr. Also diese 13 Sachen, da muss ich mal warten, bis das vielleicht im Addon irgendwie gefixt wird. Es hieß schon, dass in der Git-Version anscheinend das drin ist. Die müsste ich mir mal runterladen. Da muss ich mir mal ein bisschen einlesen, wie das funktioniert. Da ja, wurde ich schon drauf hingewiesen.
Was ich jetzt die Woche auf jeden Fall noch angehen will, ist hier ein MOP. Sowohl Teil der Fürwinde als auch der Karasang-Wildnis. Genau so rum heißt das Ding. Also da will ich jetzt heute noch mal ein bisschen durchstarten, ein paar Quest-Sachen machen. Scherbenwelt war ich auch unterwegs. Bloß da sind halt ein paar Sachen recht blöd. Zum Beispiel hier die Sporriga. Ne, da kriegst du nur die Breadcrumb-Quests. Also Breadcrumb-Quests sind immer die Quests, die dich einfach zu irgendeinem Questgeber hinschicken und keine Belohnung bringen. Und wenn man vorher bei dem Questgeber war, kriegt man die Quest nicht. Und das ist ein bisschen blöd. Vor allem, weil das hier Quests sind, die auch rufgebunden sind. Und da darf ich halt maximal wohlwollend sein und hier darf ich maximal freundlich sein. Also diese Quests zu kriegen, müsste ich irgendwie hinkriegen, dass ich meinen Ruf wieder auf wohlwollend oder freundlich runterboxe. Und das ist halt kacke. Ich weiß nicht, ob ich die Wachen umhauen kann, aber dann müsste ich danach halt den Ruf wieder hochfahren. Und ja, das ist halt ein Riesenaufwand für zwei Breadcrumb-Quests. Und selbiges ist es halt hier bei den Seern. Ne? Ich habe ja jetzt letztens wieder zu den Alder umgeboxt. Und jetzt müsste ich dann wieder zurück auf diese zu den Seern, um diese paar Quests zu machen. Ist halt auch sehr nervig. Hier könnte ich das zwar auch mit dem Twink machen, und das werde ich wahrscheinlich jetzt auch demnächst mal angehen, dass ich die Netersturm-Quests mit dem Twink erledigt, weil ich habe den Account-Modus hier drin. Ne? Und Shattra ist es halt auch eine Seer-Quest. Ne? Und das Alder kann ich die nicht machen. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar hier in SW offen. Da muss ich nochmal gucken, wie ich da genau rankomme. Ich versuche mal mit Party Sync diese Breadcrumb-Quest zu kriegen. Klappt aber leider auch nicht immer. Und selbiges ist halt hier in Kalendor noch offen. Hier die Winterquell-Quest, die bin ich fleißiger machen. Da habe ich jetzt 14 von 20. Das ist ja die fürs Mount, dass ich damals mir schon gefarmt habe, jetzt gibt es eine andere Quest und die Quest habe ich halt nicht gemacht. Ne? 1000 Nadeln hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, dass da was rumgebackt habe. Tanaris habe ich aber tatsächlich einiges fertig gekriegt, außer die Netterhut-Quest, aber da habe ich mit einem gesprochen, der da mit quasi im Addon rumbastelt und der meinte, dass das einfach die falsche ID ist, die da getrackt wird. Also die Quest gibt es anscheinend unter verschiedenen IDs und sie haben im Addon die falsche noch drin, weil die irgendwie von Blizzard mal umgemodelt wurde. Und das wird anscheinend irgendwann demnächst mal behoben. Also die kann ich sowieso nicht machen. Zitos hat ja leider auch nicht funktioniert. Desolace habe ich jetzt noch offen und hier habe ich schon mal probiert. Das hat leider auch nicht funktioniert. Die muss ich eventuell, also die, die nicht funktioniert haben, dann mit einem Twink machen, ne? Weil man manchmal das nicht sinken kann, also mit Party Sync. Und auch diese Sachen hier, ne? Das sind auf bestimmte Level gebunden. Die kann ich wahrscheinlich auch nicht mit Main absolvieren. Und dann wurde mir der Tipp gegeben, dass ich doch, wenn ich diese Probleme habe mit diesen Party-Sync-Quests, das sind wie gesagt immer die, die so lila sind, also die sind dann nicht mehr erhältlich, wenn du die Folgequest abgeschlossen hast, dass ich doch den Account-Modus ausmache und dass ich nur den Char-Modus anmache, weil bei dem Char-Modus sind diese ganzen Breadcrumb-Quests rausgefiltert. Weil du ja mit einem Char prinzipiell nicht mehr diese Quests nochmal machen kannst, wenn du die Nachquests schon gemacht hast. Ne? Mit dem Party-Sync kannst du dir ein paar holen, aber halt leider nicht alle. Das ist das Problem. Und dann habe ich mir gedacht, oh gut, dann mache ich halt das raus. Das Problem ist, ihr seht jetzt, wenn ich das rausmache, sind sogar mehr Quests drin. Warum ist das so? Und zwar habe ich beim Account-Modus alle möglichen Quests drin, die ich auch mit anderen Chars gemacht habe. Und jetzt habe ich zwar hier, wenn wir reingucken, nicht mehr diese Breadcrumb-Quests drin, also es sind keine so lila Quests drin, aber ich habe teilweise Quests mit dem Char hier nicht gemacht, die ich dann später mit irgendwelchen Twinks gemacht habe. Zum Beispiel hier irgendwelche Dungeon-Quests in Wrath of the Lich King. Ne? Den Char, den gibt es ja schon seit Burning Crusade und die haben ja einen Cataclysm die ganzen Dungeon-Quests neu gemacht. Also, dass du in den Dungeons die Quests hast, das hattest du ja früher nicht. Früher war es ja so, du musstest außerhalb der Dungeons die Quests holen und bist dann in die Dungeons gegangen und hast dann dort die Quests gemacht. Und seit, glaube ich, Cutter hast du diese Quests, die in den Dungeons starten. Und dementsprechend habe ich mit dem Main hier die ganzen Dungeon-Quests, die alten, nicht gemacht. Ich habe jetzt schon angefangen, hier auf dem Modus quasi im Burning Crusade die ganzen Dungeons abzufliegen, die alle zu machen. Bis auf Vorgebirge des Hügellandes, da war ich noch nicht, aber die anderen habe ich quasi alle abgeschlossen. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich hier den Account-Modus angehe und da einiges mache. Hier sind es zwar 304 Quests noch, vor ein paar Tagen waren es noch 400, wie gesagt, ich habe schon einige gemacht. Es hat halt hier den Vorteil im Account-Modus, beziehungsweise im Char-Modus, ich habe den Account-Modus wie gesagt ausgemacht, da sind wirklich nur die Quests drin, die ich mit dem Char machen kann, ne? Und nicht diese Breadcrumb-Quests, die ich teilweise nur über Party-Sync irgendwie hinbekomme und manchmal auch nicht gehen. Das wäre halt der Vorteil. Der Nachteil ist halt,
dass ich die halt dann nicht mit irgendwelchen Twinks machen kann. Und das wird halt dann sichtbar, warum das ein Nachteil ist, dass hier auch die Quest mit Thunderfury drin ist. Die habe ich mit meinem Warrior damals gemacht und nicht mit einem Druid, weil ich ja mit dem Druid die Waffe nicht tragen kann. Die Quest kannst du aber theoretisch trotzdem machen. Und jetzt müsste ich halt diese beiden Fesseln aus Molten Cormyr farmen und die Quest reinmachen, die einen Haufen Mats kostet, dass ich es auf dem Char auch gemacht habe. Ist halt ein bisschen blöd tatsächlich. Und ich bin halt so im Überlegen. Ich war jetzt schon mal in Molten Core letzte Woche drin und hab schon die Bosse umgehauen, hab tatsächlich instant eine Fessel gekriegt. Heute habe ich sie nochmal gekillt nach dem ID-Reset. Die zweite Fessel leider nicht direkt bekommen. Aber das sind halt so Sachen, die jetzt hier zum Beispiel drin sind. Da die paar alten Dungeons, das sollte eigentlich kein Problem sein, das Zeug zu machen. Und was dann halt auch noch drin ist, sind Außenbereiche, ne? Die Quests, wie gesagt, da müsste ich eigentlich überall hingehen können und direkt die Quests machen. Deswegen sind 300 Quests gar nicht so viel eigentlich, zumal das meiste hier in Pandaria ist. Ich habe mal das Tal der Verwinde, habe ich nicht gequestet, seht ihr das mit dem Main? Ich habe nämlich das so gemacht, dass ich mit dem Main alles außer das Tal der Verwinde gequestet habe und war damals, was waren das, 85 auf der Maximalstufe und habe dieses Gebiet mit dem Twink gelevelt. Und hab dann trotzdem das Meta-Achievement bekommen, weil das ja Battle.net-Account weit funktioniert. Dachte mich, ich bin clever, gut, ich kann das Achievement machen, mach mit dem einen Char die Gebiete, mit dem anderen Char die Gebiete. Tja, das rächt sich jetzt, dass ich damals quasi mir was sparen wollte. Und dementsprechend habe ich das Gebiet offen. Aber hier ist halt das Gute, wenn ich das Gebiet durchquest, habe ich halt 77 Quests und bei dem anderen Modus, bei dem Account-Modus, da fehlt dir irgendwo im Gebiet eine Quest, ne? Und du musst halt das komplette Gebiet auch durchquesten, hast aber nur eins aus dem Counter raus und hier hast quest ich ein Gebiet durch und hab halt knappe 100 Sachen oder so raus. Ne? Gut, hier 77, aber wisst, was ich meine. Ne? Also deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das hier mache. Und zumal gibt es nämlich hier so eine auf der Seite Data for Azeroth. Die habe ich ja schon das ein oder andere Mal im Stream gezeigt. Verschiedene Rankings und es gibt halt Account- und Char-Rankings. Und beim Char-Ranking, bei den Quests, bin ich gar nicht so schlecht dabei. Ne? Bin ich bei 10.655 Quests und bin da World 43. Und wenn ich jetzt gucke, hier 43, genau. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich quest jetzt 100 Quests oder so, die ich ja anscheinend noch offen habe, dann wäre ich halt schon irgendwo hier, ne? Auf World Rang Nummer 9. Also da würde ich ziemlich schnell weit hochsteigen, wenn ich schon über 700 Quests hätte. Und ja, da bin ich halt so ein bisschen am Überlegen, ob ich das vielleicht machen soll. Ob ich da ein bisschen was an Zeit rein investiere, um diese Char-Quests quasi zu machen. Einige dürften halt relativ schnell gehen. Eine Geschichte, die aber nicht so schnell geht, die ich entdeckt habe, wo sich eine zweite Jugendsünde in Anführungszeichen offenbart. Und zwar hier bei Berufe, ne? Hier ist Archäologie drin. Und hier habe ich, und ihr seht, da ist alles komplett Draenor-Archäologie drin. Und ich habe mit dem Main hier jede Archäologie alles gemacht, was man machen kann, bis auf Draenor. Weil in Draenor habe ich die gleiche großartige Idee gehabt wie zu MMP. Ich muss Archäologie machen. Man konnte Archäologie halt auch schon zum Leveln benutzen, man hat EP dafür bekommen. Und dann dachte ich mir, warum soll ich das mit Main machen? Ich habe ewig viele Twinks, die ich spielen will. Dann nehme ich halt irgendeinen Twink, die Achievements sind eh accountweit, und level den halt über Archäologie. Ne? Also ich habe einen Twink halt genommen und einfach über Archäologie gelevelt. Du musst ja eh keine Mobs umboxen, ob das mit einem Twink oder mit einem Main machst, ist vollkommen egal. Und dann habe ich den über Archäologie gelevelt und habe halt alle Archäologie-Sachen auf dem. Und das Problem ist, das sind halt immer Quests, die du hier kriegst. Ne? Und das sind gar nicht so wenig, knappe 40 Quests sind es. Und dann müsste ich halt komplett Draenor-Archäologie nochmal mit dem Char machen. Und da graust mich halt so ein bisschen also das meiste ist halt hier halt echt 0815 Zeug, ne? Also ich denke mal, die Gebiete, wenn ich da nicht die Breadcrumb-Quest ewig suchen muss, geht's halt echt schnell zum Durchquesten, ne? Aber hier Archäologie graust mich. Mich graust auch, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, warte mal, hier in Scherbenwelt, die Seher-Quest. Und ihr seht, hier ist die komplette Seher-Quest Reihe drin, also die bei dem anderen Modus, beim Account-Modus, könnte ich es halt mit dem Twink machen, ne? Und es wäre abgehakt. Und hier muss ich es halt wirklich mit dem Char machen, weil da nur der Char zählt. Und da bin ich so ein bisschen überlegen. Ich denke mal, ich werde beides ein bisschen angehen, ne? Also sowohl den vom Account-Modus ein bisschen was machen, beziehungsweise vom Char-Modus und dann mal gucken, dass wir ein paar Quests wegbringen.
Und die dummen Breadcrumb-Quests, die jetzt nicht mit Main gehen, die versuche ich einfach mal mit Twink zu machen. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich halt vor allem in dem Questbereich ein bisschen anziehen will, dass ich das mal so langsam fertig bekomme. Einfach, weil ich mir denke, sowohl die BFA-Raids als auch die Legion-Raids wären tendenziell leichter zum Farmen im nächsten Addon und die Quests bleiben eigentlich gleich schwer. Also da habe ich keinen Zeit nutzen, wenn ich die Quests, ob ich die jetzt mache oder in Shadowlands mache, bleibt sich gleich. Aber ich denke mal, die BFA-Raids, die wären auf jeden Fall einfach und die Legion-Raids sowieso, wenn das neue Addon raus ist. Und dann mache ich halt immer die Sachen lieber als erstes, die in der Schwierigkeit gleich bleiben und die anderen Sachen, die tendenziell leichter wären, versuche ich dann eher ein bisschen nach hinten zu schieben. Weil sonst hätte ich jetzt auch sagen können, gut, komm. Ich spamme jetzt die Legion Raids, dass ich die letzten paar Items habe, beziehungsweise dann die BFA Raids. Aber ja, irgendwann ist vielleicht dann der Punkt gekommen, wo man das halt einfach easy solo alleine one-shotten kann und dann kriegt man natürlich auch den ganzen Loot. Genau, das ist soweit der Stand, den ich jetzt habe. Wir können jetzt zu guter Letzt nochmal alles anmachen. Dann seht ihr, wie viel wir insgesamt noch fehlen würde, wenn ich. Oh, ne, die Quests wollen wir anlassen. Wenn ich jetzt hier alles drin lasse. Wenn ich jetzt alles anklicke im Account-weiten Modus, dann sind es noch 326 Sachen mit Quests und Transmog und Achievements und allem drum und dran, was tatsächlich echt geht. Und da sind wir dann bei 99,52. Ein bisschen schlechter als die 99,58 waren es, glaube ich, genau 58, die ich ja immer benutzt habe in meinen Videos zum Tracken. Genau, das ist soweit der Stand von der Woche. Wie gesagt, ich habe vor, jetzt die nächsten 7 Tage verstärkt wieder auf die Quest zu gehen. Und ja, dann sehen wir uns quasi in der Woche wieder, wenn es wieder heißt, Collection Update. Und ja, bis dahin, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.